Das European Pipeline Center hier in St. Veit an der Glan in Kärnten ist eine unseres Wissens nach einmalige Institution in Europa. Wir konzentrieren uns auf Schulung, Fortbildung und Weiterentwicklung von Produkten und Materialien im Bereich Trinkwasser und Abwasser. Und mich freut es natürlich, dass diese Veranstaltung immer internationaler wird. Wir haben wesentlich hier von Schweden, von Luxemburg, von Belgien, Holland, Kroatien, Deutschland, und überall kommen sie mittlerweile und Italien. Die MTA Messtechnik versucht immer wieder Innovationen in den Markt zu bringen. Momentan sehr aktuell sind Brunnenregenerationen, das heißt also Brunnen, die ihr nicht mehr die Kapazität liefern, die ursprünglich vorgesehen waren, werden wiederhergestellt und sehr stark auch die Reinigung von Trinkwasserleitungen. Die Messe ist eine Fachmesse für Anbieter aus der Trink- und Abwasserbranche. Wir haben auch heuer wieder knapp 70 Aussteller, was uns sehr freut. Wir bieten Abwasserrohrübergänge für alle Rohrarten, die es gibt auf der Welt. Also wir überwachen Fernwärmerohre. Das heißt, wir messen die in die Fernwärmerohre eingelassenen Leitungen. Also wir haben da eine abbiegefähige Kamera, wo man einen dreidimensionalen Rohrverlaufsplan erstellen kann, um dann Entwässerungspläne bzw. Grundstücke zu zeichnen und die dann auch dem Kunden dann zu übergeben. Ja, die Firma MDA ist ja bekannt für diese Veranstaltung. Wir waren ja schon auch Besucher hier und sind heuer das erste Mal als Aussteller. Die Erwartung ist insofern, dass hier sehr gute Kontakte, bestehende, gepflegt werden, die wir bereits als Kunden haben, aber natürlich auch Neukunden kennenlernen oder unsere Produkte auch dementsprechend präsentieren können. Es ist sehr interessant und aufschlussreich über die ganzen Sachen, was da sind. Es ist sehr informativ. Das ist eine Kanalkameraanlage, mit der man Kanäle untersuchen kann. Was haben Sie uns Schönes mitgebracht? Die ganze Akkuseite und das ganze Repertoire, was Bosch eben zu bieten hat, inklusive der Messtechnik, die da drüben steht. Das sind natürlich unsere Highlights mit einem ganz neuen Laserentfernungsmesser. Aber natürlich, wie es halt so ist, ist der rechte Teil hier von mir Akku, das überstrahlende Thema, wo wir doch mit der Einführung auch des Lithium-Ionen-Marktes, auch der Erfinder oder der Markteinführer von Lithium-Ionen, eigentlich ja, den Markt sozusagen vorantreiben, was Neuerungen und Innovationen betrifft. Es wird alles dorthin geführt, sprich auf dichte Kanäle, dichte Trinkwasserversorgung. Ja. Also es führt alles wirklich in Richtung Dichtheit. Ja. Wir halten dicht. Ja. Gut, sehr gut. Kundschaft kommt, wie bestellt. Alle haben gute Laune, das Wetter ist gut, was will man mehr? Also wir sind zum einen Dienstleister und auch Entwickler von zwei verschiedenen Kanalsanierungssystemen, wo es in erster Linie darum geht, punktuelle Schäden in grabenloser Bauweise wieder instand zu setzen. Also ich bin sehr überrascht. Wir sind ja doch in einem ländlichen Bereich in Kärnten, einen sehr schönen Bereich. Freuen wir uns sehr, dass wir hier sind. Aber es ist eine ganz tolle internationale Ausrichtung, was uns besonders freut, weil wir mit unserem Produkt Pirem jetzt wirklich auch versuchen, den deutschen Markt zu verlassen und das Internationale zu suchen. Dieser Kanalreinigungsfahrzeug, speziell mit der Fahrzeughöhe von 2,80 Meter, eben eher für die Innenstadt gedacht. Wie ist Ihr Eindruck bis jetzt? Ja, es ist ganz Wetter natürlich traumhaft. Habe ich schon gehört, es wird in Kärnten immer so sein. Ja, nein, ist gut besucht noch und dort und da Interessenten da noch und das Wichtigste ist präsent sein. Es sind unglaublich viele Fachfirmen da, das hätte ich mir eigentlich gar nicht so vorgestellt. Und die Leute, was man hier trifft aus der kommunalen Trink- und Entsorgung, ist erste Qualität, muss ich sagen. Ja. Tadellose Veranstaltung. Ich bin auch immer wieder überrascht, wie MPA und Marco der Ferner hier die Leute mobilisieren können, weil es ja doch eine regionale Veranstaltung ist und trotzdem aber auch international gut besucht ist. It's very impressive for the quality of products and professional of people. Very, very impressive. Man muss immer auch irgendwelche Attraktionen haben auf einer Messe. Und so haben wir hier den imaginären Wasserhahn ausgestellt, wo also ständig neues Wasser fließt. Und das Geheimnis bleibt natürlich bei uns, woher das Wasser kommt. Ich glaube, die Internationalität nimmt auch immer mehr zu. Es sind auch viele verschiedene, ich habe da Luxemburg, Kollegen aus Italien, die sind auch sehr beeindruckt von der Breite eigentlich des dargebotenen Spektrums an Firmen, die hier kommen. Unsere Ziele in dieser internationalen Kooperation sind die zum einen der Schutz des Grundwassers und zum zweiten die Minimierung der Wasserverluste in den Rohrnetzen.
Was haben Sie da Schönes mitgebracht? Das ist jetzt Abwasserfiltration, also Mikrofiltration. Das heißt, gefiltertes Abwasser, das man da rauskriegt, das Rheinwasser ist nahezu keimfrei und hätte fast schon Trinkwasserqualität. Auch in diesem Jahr freuen wir uns, dass es uns gelungen ist, den Eintritt für Besucher kostenfrei zu gestalten. Auch für Essen und Trinken ist gesorgt. Die Messe wird begleitet von einem dichten Vortragsprogramm. Es ist uns gelungen, dazu namhafte Referenten zu gewinnen, sowohl aus der Wirtschaft als auch aus der Wissenschaft. Das ist uns eine besondere Freude. Meine Damen und Herren, darf Sie auch natürlich seitens der Stadt herzlich willkommen heißen. Wie gesagt, es ist schon eine Tradition, dass man hier auf dem Grundstück von Herrn Taberner, auf seinem Industriegrundstück, diese Wassertage durchführt. Ich darf Ihnen und vor allem Marco recht herzlich danken sagen. Das ist richtig ein Unternehmen, dass man an sich, man kann sich glücklich schätzen, wenn man in einer Stadt, in Kärnten, in Österreich, ein Unternehmen hat, die sich mit Forschung und Entwicklung beschäftigt.